Hallo, ich sitze gerade im Auto und ich habe alle drei Kinder hinten drin. Also Johann, Clara, Elisa sind da. Heute ist Justus Geburtstag und er hatte einen etwas außergewöhnlichen Wunsch, denn er hat sich gewünscht, heute den ganzen Tag arbeiten zu können. Wir haben die letzten Tage jetzt ganz viel zu tun wegen unserem Familienunternehmen. Also da gibt es eine Menge, was wir noch machen müssen. Und ja, einer von uns beiden muss ja immer sich um die Kinder kümmern. Der Alltag muss ja auch noch ganz normal weitergehen. Deshalb bin ich hier jetzt mit den Kindern und wir werden jetzt losfahren. Und zwar werden wir Sandalen kaufen gehen. Es wird Zeit, es ist schön warm draußen und die Kinder wünschen sich. Geht das Tor nicht auf? Geht es auf, Johann? Jetzt. Clara und Elisa werden Sandalen bekommen. Johann möchte keine Sandalen. Ich weiß nicht, ob das zu uncool ist oder warum er keine Sandalen möchte. Ich glaube, das liegt auch an den Sandkörnchen, die da immer reinkommen. Ich glaube, er mag das nicht so gerne. Da hast du recht. Ja? Liegt das daran? Ja, liegt daran. Letztes Jahr hast du deine Sandalen auch gar nicht getragen, Clara. Papi. Aber du möchtest dieses Jahr welche. Ja, so ist das bei Sandalen. Bei allen Sandalen. Das ist ja dann ziemlich luftig. Aber vielleicht finden wir für dich auch so ein bisschen leichtere Sneaker. Ich muss einmal die Adresse eingeben, damit ich weiß, wo es hingeht. Justus hat auch gerade ein geschäftliches Gespräch. Findet natürlich auch hier bei uns zu Hause statt. Familienunternehmen, also ist das auch immer hier bei uns zu Hause. Und wir wollten auch noch Kuchen holen, weil Justus möchte dann gerne morgen mit uns nachfeiern. Da hat er dann ein bisschen mehr Ruhe. Route wird gestartet. Los geht's. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Und vielleicht nehme ich dich so ein bisschen mit, wie wir die Schuhe aussuchen. Das ist ja auch immer ganz interessant, vor allen Dingen für Elisa vielleicht, für manche Mamis da draußen, die uns zuschauen. Und heute werde ich mit dieser super coolen Sonnenbrille fahren. Heute haben wir nämlich wieder richtig schönes Wetter. Seid ihr alle angeschnallt? Ja! Yeah. Einmal bitte durchzählen! Elisa weiß auch schon, dass sie drei sagen muss. Ja. Eins, zwei, drei. Und los geht's! Ich melde mich, wenn wir da sind. Ich hoffe, es klappt mit dem Kofferraum. Es war knapp, aber es hat noch gerade so geklappt. Schläft ihr, Elisa? Nein. Nein. Gut. Können wir das hochmachen? Oh, hast du wieder Schuhe? Sind die Schuhe auf, Elisa? Hast du dir schon wieder aufgemacht? Einschleifen. Okay, dann mache ich das einmal kurz. Ich habe es geschafft, jetzt ist nur Lisa. Elisa zuppelt sich immer ihre Schleifen auf, obwohl ich einen Doppelknoten mache. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Brumm, brumm. Brumm, brumm? Ich habe ja auch nichts gesehen, nichts gehört. Wie hast du das geschafft, Elisa? Geschlafen. Hast du geschlafen, Clara? Bist du eingeschlafen? Heute auch schon ein langer Tag. So, Schlüssel sind noch hier. Vorsicht, hier mit den Autos. Dann können wir jetzt los. Erdgeschoss, ja genau. Hast du gedrückt? Okay, muss erst kurz warten und dann geht's los. Braucht er heute lange? Und braucht er heute so lang? Hallo? Warum geht's nicht los? Ist ja kaputt. Oh, jetzt geht's, okay. Aber ist auf Nummer 1 gestellt. Nee, ich glaube, der ist kaputt. Dann lass uns mal lieber. Müssen wir anders fahren. Jetzt sind wir erstmal im Spielzeugladen gelandet. Johann muss nämlich noch ein Geschenk aussuchen für seinen Freund. Der hat morgen Geburtstag. Da gucken wir jetzt mal, was ihm gefallen könnte. Er ist wohl auch Star Wars Fan. Vielleicht finden wir da was Schönes. Oh, hier gibt es auch bewegliche Tiere. Ein Tiger. Der macht rar. Welchen findest du süß? Ist das ein Hund? Und der sieht wirklich süß aus. Aber der macht ja nichts. Johann hat sich entschieden schon. Oder wir gucken hier einmal bei den Wasserpistolen. Die findest du ganz gut, ne? Schießt nicht nur vor allem in die Straße. Also wenn du möchtest, dann können wir ihm das gerne schenken. Ja? Gut, dann nehmen wir das schon mal mit. Dann haben wir es eigentlich auch schon. Dann sind wir durch in diesem Laden. Oh, Elisa quetscht sich hier durch. Hey, hey, hey. Oh, das ist ja auch süß. Was ist denn das? Kleine Wasserfontänen. Kleine Wasserfontänen. Nee, Elisa. Stell mal bitte zurück. Die brauchen wir jetzt nicht. Jetzt schauen wir erstmal für die Clara. Sandalen. Wolltest du Sandalen? Ich dachte, du wolltest so Sneaker haben, Clara.
Sowas finde ich eigentlich ganz gut. Mami, was sind Sneaker denn? Was ist sowas hier? Die sind aber ein bisschen dünner als die, die du jetzt hast. Ja, aber ich möchte auch Sandalen. Auch Sandalen? Mhm. Okay. Willst du, wie findest du die? Sind die hübsch? Ja, die sind hübsch. Willst du die einmal anprobieren? Ja. Hier sind nochmal andere, die sind auch ganz hübsch. Die sind jetzt von Lurchi. Die sind ja auch voll hübsch. Guck mal, wie hübsch. Die würde ich auch gerne anziehen. Die sind auch hübsch. Das sind noch Schreiber, aber die sind wieder so ein bisschen dicker. Ich glaube, die sind zu warm für das Wetter. Also Clara hat jetzt übrigens Größe 31. Das passt hier jetzt sehr gut. Mami, sind die zu eng? Zu eng? Ja, wir haben alle leider ein bisschen breitere Füße. Aber es kann auch sein, dass du gerade barfuß bist, dass es deswegen zu eng ist. Ich suche dir mal solche Probiersocken raus. Ja, Clara, ich muss mal gucken, wo es die hier gibt. Elisa, die gefallen dir. Ja, die sehen auch wirklich toll aus. Ja, die sehen wirklich schick aus, aber ich glaube, die sind mir zu groß. Ach so, die besser? Wir waren erfolgreich beim Schuheinkaufen. Eine riesige volle Tüte. Ich glaube, alle haben zwei Paar bekommen, außer Johann. Er brauchte eigentlich gar keine Sandalen. Aber ansonsten hat Elisa jetzt Sandalen bekommen. Sie hat sich einmal für diese hier entschieden. Oder das waren eigentlich die einzigen, die gepasst haben. Ich glaube, die sind von Superfit, sind die. Und die Größe, gucken wir auch einmal, 22. Also die passen richtig gut. Johann hat die hier neu bekommen. Er brauchte einfach so leichtere Sneaker und die sind wirklich ganz, ganz dünn. Das sind die von Clara. Vom Primigi heißen die. Wir haben uns übrigens jetzt ein Eis geholt. Jetzt machen wir mal Eis. Deshalb ist es so schön ruhig gerade. Ich habe Zeit, ein bisschen was zu erzählen. Ist ja doch nicht so einfach, mit drei Kindern einkaufen zu gehen, aber es macht auch Spaß. Und zum Schuhe anprobieren müssen sie mitkommen, sonst geht das ja nicht. Was kann ich Ihnen noch zeigen? Johann hat dieselben Schuhe, die er in Schwarz hat, hat er auch in Blau bekommen, weil er die einfach zum Sport braucht. In der Schule und auch zum Breakdance braucht er auch wieder neue, weil die anderen ihm leider zu klein waren. Dann hat Clara noch diese hier bekommen. Die haben mir sehr gut gefallen, fand ich auch sehr, sehr hübsch an ihr. Passen richtig gut und die Farbe ist natürlich der Knaller. Also ich finde jetzt gerade im Sommer sieht das gut aus, werden bestimmt auch nicht lange sauber bleiben, aber ich finde das nicht schlimm, es sind Schuhe, die können ruhig schmutzig werden. Und was total süß ist, ich dachte, das passt ganz gut, habe ich Elisa diese hier mitgenommen. Sie passt im Partnerlook. Von der Farbe her sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Das ist mir immer ganz wichtig, dass sie so eine ganz weiche Fußsohle haben, damit Elisa immer schön abrollen kann mit ihrem Fuß. Dann habe ich auch noch etwas abgesagt. Es gibt nämlich gerade eine Aktion mit 10% auf alles. Da musste ich natürlich zuschlagen. Ich glaube, die letzten Schuhe von mir sind schon über ein Jahr her. Ich habe mir einmal die hier ausgesucht. Sind die nicht süß mit Glitzer und die sind auch total gemütlich. Und ich habe mir auch schon wieder Toms geholt. Ich weiß nicht, ob du die Marke kennst. Mag ich ja total gerne. Das sind die hier. Ich habe die schon in Schwarz, aber nicht mit diesen, wie nennt man das denn? Ist das so... Also halb durchsichtig. Ich glaube, das ist ganz gut jetzt für den Sommer, dann ist es nicht so warm in den Schuhen. Und bei denen ist das Besondere, dass diese Marke immer pro verkauftem Paar Schuh immer ein Paar Schuh spendet. Und zwar... Hallo! Ich glaube, wir wurden erkannt. Und zwar an eine gemeinnützige Organisation und das finde ich natürlich super. Davon habe ich schon so ein Paar. Also das ist jetzt mein drittes Paar, glaube ich. Genau, also richtig gemütlich auch und die Sohle ist auch toll. Man schwitzt darin eben auch nicht so, weil das so luftdurchlässig ist. Das ging ja schnell jetzt. Niam, niam. Niam, niam? Hast du schon aufgegessen, hat Johann gesagt. Zeig mal. Es war eine Eiskugel, Kindereis war das, ne? Ja. Und Clara? Ja. Ist auch schon alle. War lecker? Wo kannst du die trinken? Mülleimer müsste das eigentlich daneben geben. Wir sind voll gepackt. Also so richtig, richtig super voll bepackt. Ich zeig dir zu Hause am besten noch, was wir alles geholt haben. Jetzt müssen wir erstmal alles einpacken. Elisa ist schon so ein bisschen müde. Johann ist auch super voll bepackt. Was haben wir mit, Johann? Erzähl. Was haben wir da drin? Weißt du das noch? Einmal Nudeln. Genau. Und einmal Obst. Könnt ihr das gleich einmal alles reintun, bitte? Darf ich das auch abstellen? Ja, ich hole einmal den Autoschlüssel. Mal Auto auf. Komm, Elisa, komm raus. Komm, Mami hilft dir. Oh ja. Elisa möchte jetzt immer alleine einsteigen. Ich darf ihr nicht mehr helfen, sonst ist sie motzelig. Sie kann das eigentlich auch schon ganz gut mit dem Einsteigen. Das
Super, Elisa. Sehr gut. Na los, weiter. Brumm, brumm. Weiter. Brumm, brumm. Ja, ein Auto. Brumm, brumm. Oh, der kommt aber nah. Johann, kannst du sie einmal anschnallen? Und wieder abschneiden. Johann, hilf mir jetzt immer beim Anschnallen. Komm, bring ihn schon. Und ich ein bisschen auf. Ja, Clara kann das auch schon. Ja. Oh. Er hat mal hochgehieft. Nochmal. Wow. Jetzt ist es so. Dann muss ich den rausholen. Richtiges Team sind die beiden schon. Läuft alles ohne Mami. Super, jetzt noch stramm ziehen. Oh, Johann, langsam, mein Schatz. Stramm? Ist stramm genug, Johann. Das reicht schon. Dankeschön, Johann. Habt ihr jetzt alles reingebracht? Ist das alles, was ihr hatten? Ja. Ach, hier ist noch die Schuhetüte. Genau, dann haben wir jetzt alles. Mit Tür zu. Wir sind wieder zu Hause. Das ist doch immer ganz schön anstrengend, ne? Mit so drei Kindern, aber sie helfen ja auch ordentlich mit. Hat man ja auch gesehen eben, dass Johann auch die Tüten trägt und sich auch um Elisa kümmert und immer schön nach ihr schaut. Also es hat immer so zwei Seiten. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, mit allen dreien einkaufen zu gehen. Ich zeig dir jetzt noch einmal, was ich so alles noch gekauft habe heute. Ich habe schon hier mein Riesenstativ in der Hand. Also hier ist einfach nur das eine Geschenk drin für den Geburtstagsfreund morgen, wo Johann eingeladen ist. Das ist ja diese Wasserpistole, die hatte ich dir schon gezeigt im Laden. Dann waren wir ja noch beim Bäcker. Da habe ich einfach einen Kuchen geholt, den Justus Geburtstag. Ich dachte, heute Abend, wenn er da fertig gearbeitet hat, kann man dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen feiern. Da habe ich jetzt einfach so eine Platte geholt mit Mandeln. Ich finde das richtig lecker. Entweder essen wir das heute Abend noch oder wir essen das einfach morgen. Solange wird es ja auch noch halten. Habe ich noch ganz viel zu essen gekauft. Und zwar einmal für gleich, für Abendessen. Werden wir es heute ganz unkompliziert machen. Ich werde nichts kochen, nicht den Tisch decken. Doch, den Tisch muss ich trotzdem decken. Mit Teller und so. Ich habe nämlich beim Chinesen was geholt. Und zwar solche gebratenen Nudeln. Ich finde das total lecker. Hier. Das ist mit Hühnchenfleisch. Das hier ist auch mit Hühnchenfleisch und mit pikanter Soße. Und dann habe ich das nochmal in klein mit süß-saurer Soße. Justus mag das ja auch richtig gerne. Ich glaube, er wird sich freuen, wenn ich ihm das gleich zeige. Dann habe ich noch Obst geholt. Da ist ja auch so ein riesen Obststand. Ich liebe es dort. Das Obst da schmeckt irgendwie viel, viel besser als vom Supermarkt. Das ist so ein Stand. Ich glaube, das meiste Obst da kommt auch direkt vom Bauern und Gemüse gibt es da auch. Ich habe einmal hier in der Schale einmal Wassermelone und einmal Ananas mitgenommen. Ich weiß, das ist jetzt Plastik, aber manchmal ist man spontan unterwegs und dann, ja, gibt es die halt so. Dann habe ich Kirschen gekauft. Die hat sich Clara gewünscht. Ja, richtig saftig lecker, die ich nicht essen darf. Nein, das ist hier drin. Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Ist aber sehr schön eingepackt. Achso, das sind die Himbeeren. Und zwar hatten die da schon deutsche Himbeeren, die ersten. Guck mal, wie lecker. Justus liebt auch Himbeeren. Er isst sie immer so einer ganzen Handvoll, nimmt er sie in den Mund. So isst er immer Himbeeren. Und ich immer so einzeln. Ich genieße das einzeln. Hier habe ich einmal zwei Schalen mit leckeren Blaubeeren geholt. Das sind auch die ersten deutschen Blaubeeren, die wir jetzt dieses Jahr essen. Auch richtig groß schauen, guck mal. Wie saftig und lecker. Genau, davon zwei Schalen und noch eine Schale Erdbeeren. Ah, da bin ich auch gespannt, ob die lecker schmecken. Wir hatten nämlich letztens von so einem Stand vor einem Supermarkt Erdbeeren gekauft, aber die waren nicht so lecker. Die sahen zwar richtig dunkelrot, saftig und glänzend aus, aber die haben nach nichts geschmeckt. Das war so wässrig, ganz komisch. Ich hoffe, die schmecken lecker. Oh, riecht schon mal sehr, sehr gut. Wir waren ja in diesem Spielzeugladen und während Johann nach dem Geschenk für seinen Freund gesucht hat, habe ich noch was anderes gefunden. Und zwar sowas hier. Das ist eine Blubberblasenmaschine. Die fand ich total spannend. Also die kann man einfach hinstellen, ist auch batteriebetrieben. Da muss man hier irgendwo das Zeug hier reintun und dann macht das die ganze Zeit Blubbel. Also ich glaube, das wird Elisa total gut gefallen. Und dazu habe ich noch, wenn schon denn schon, hier Nachfüllpack gekauft. Das war günstig. Also die gab es auch in kleiner, in so klein. Aber die waren viel teurer als der Preis. Deshalb habe ich gleich die Riesenflasche mitgenommen, weil davon kann man ja eigentlich nie genug haben. Wenn man schon so eine Maschine hat, dann muss man auch immer nachfüllen. Passende Batterien habe ich auch gleich mitgenommen, hatten sie auch da. Und diese Wasserbälle hier mussten auch wieder nach. Das hat sich Johann ausgesucht. Die sind auch total der Renner im Sommer bei uns. Da gibt es immer viele, viele Packungen, die wir immer so nachkaufen. Auf jeden Fall hat er damit irgendwas vor. Was er damit vorhat, das möchte er dir selber zeigen.
heute ein Doppelvlog mit Johann. Hallo, das ist mein erster Vlog und wir machen heute eine Wasserbombenschlacht gegen Papi. Eine Geheimwasserbombenschlacht. Das weiß nämlich keiner. Und Clara hat hier auch die Wasserbomben dabei. Einmal die roten und einmal die blauen und einmal die gelben. Wir teilen uns aber eine, oder ja. Johann? Ja, jetzt krieg ich eine und dann du eine und dann ich eine, ja? Ich nehme die roten. Okay. Und die gelben. Das muss da angeschlossen werden. Sieht ein bisschen komisch aus mit den ganzen Blättern. Aber geht. Wasser an. Und dann werden die immer größer und größer und größer. Immer dicker, bis sie abfallen. Wenn die groß sind, musst du immer so zuppeln, oder Johann? Mhm. Ja, gut, Johann. Schon mit der erste. Aus. Es wird immer toller, wenn man das ausmachen möchte. Dann stellen wir die mal dahin, damit sie keinen stören. So. So sehen die jetzt aus. Und jetzt kommen die in diese Kiste. Ich sag, wenn du sie schütteln musst. Oh, sind schon ganz große, schwer. Was ist das jetzt? Ja, schütteln. Schütteln, 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 schütteln. Schütteln, 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 schütteln. Und jetzt sind alle fertig. So, jetzt machen wir eine Wasserbombenschlacht. Was wäre, wenn wir einen Überraschungsangriff machen? Ja, ich habe schon alles geplant, damit Papi nichts merkt. Hey, Johann, ich glaube, es steckt fest. Oh, ist egal. Jetzt arbeitet Papi drin, hinter die Mauer. Hier bist du dann. Und dann schmeißt du ihn gleich ab. Aber dann sieht er ja die ganzen Wasserbomben. Er geht ja von der Küche. Und dann ist da so eine Grenze. Wer es nicht sieht, ja? Sieht es nicht, Clara, verspreche ich dir. Also, jetzt kann es losgehen. Wir haben die Wasserbomben jetzt. So sehen die aus. Papi, du kannst kommen. Wir haben eine Überraschung für dich. Könnt ihr nicht zu mir kommen, oder? Nein. Ich muss noch arbeiten. Nein, wir können nicht zu dir kommen. Er kommt. Er kommt. Was? Was? Du auch? Attacke! Okay, hat er sich zurückgezogen. Was du tust. Okay. Wehe, du schmeißt eine Wasserbombe. Das ist kalt! So, jetzt ist das jetzt nass. Schmeiß weiter! Hast dich selber getroffen. Skidusch! Attacke! Danke. Johann, jetzt ist wirklich genug. Johann, jetzt. Nein, Clara. Stopp. Ja, jetzt ist aber echt genug für den Papi. Die Überraschung ist euch gelungen. Ich hab keine Lust mehr. Das war eine coole Wasserbombenschlacht und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.